Zur Weihnachtszeit ist es ja üblich, dass Geschenke verteilt werden und die Geschenke für die deutsche Bevölkerung stammen von der Ampelkoalition und sind eine deutliche Erhöhung der Lebenshaltungskosten in den nächsten Monaten, denn die Ampelkoalition hat das Urteil des Verfassungsgerichts in Deutschland so umgesetzt, dass man praktisch die gesamten Kosten auf die Bürger abwälzt, mit der Folge, dass die Inflation in Deutschland 1,2% steigen wird und damit die ohnehin in einer Rezession befindliche deutsche Wirtschaft noch schwächer wird, denn die Konsumenten werden dann den Gürtel noch enger schnallen müssen, mit der Folge, dass wir wahrscheinlich eine Wirtschaftsstagnation oder Schrumpfung haben bei gleichzeitigem Wiederanstieg der Inflation. Das nennt man Stagflation. Das ist eigentlich ein übles Szenario. Und während in Deutschland die Stimmung mies ist, weiß die Wall Street gar nicht, wohin vor Euphorie seit den Aussagen von Jerome Powell. Fassen wir oder schauen wir uns das Geschehen mal an. Hier, die Commerzbank hat es ausgerechnet. Wir werden 1,2% mehr Inflation bekommen und 0,7% alleine im Januar werden hier die Dinge teurer werden. Im Januar wird dann die Inflation wieder auf knapp 4% steigen. Jörg Krämer hat das hier mal alles aufgeschlüsselt und bei einer Umfrage haben knapp ein Drittel aller Befragten gesagt, sie werden sich in allen Bereichen des Konsums zurückhalten und weniger ausgeben. Ob das täglicher Bedarf ist wie Lebensmittel, aber auch Elektronik, Freizeitartikel und Baumarktprodukte. Und das ist kein gutes Omen für die deutsche Wirtschaft. So viel scheint klar. Und nein, diese Ampelkoalition ist nicht alleine an vielen Sachen schuld oder an allen Sachen schuld. Da ist natürlich im Vorfeld schon sehr viel passiert. Natürlich ist das auch zum kleinen Teil, würde ich eher sagen, eine Folge des Ukraine-Kriegs. Aber im Kern, wie Daniel Stelter sagt, es ist die Folge einer katastrophalen Wirtschaftspolitik der letzten 20 Jahre, wo man im Prinzip alles hat schleifen lassen. Angela Merkel außenpolitisch sehr viel Renommee, aber innenpolitisch alles ausgesessen. Jetzt aber kommt die Ampel obendrauf und macht mit ideologisch motivierten Entscheidungen die Sache noch deutlich schlimmer. Und so ist es kein Zufall, dass Deutschland die geringsten Wachstumsaussichten hat von allen großen Wirtschaftsnationen und auch praktisch kaum jetzt über das Vorpandemieniveau, also vor viertes Quartal 2019, darüber hinausgekommen ist. Das sieht in den USA ganz anders aus, da natürlich auf Kosten einer massiven Verschuldung, aber in allen anderen Ländern ist das deutlich besser. Und die Ampel sagt uns ja immer, wir müssen sparen, aber faktisch sparen sie nicht, wie Diego Fastnacht hier zeigt, sondern man erhöht Steuern, man greift in die Sozialkassen, man verschiebt wieder bestimmte Kosten in Sondervermögen und all diese Dinge täuschen darüber hinweg, dass zentrale Lobbyprojekte zum Beispiel von den Grünen weiterhin schön bezuschusst werden oder weiter schön gefüttert werden. Dazu dann solche Geschichten wie der deutsch-peruanische Klimadialog, wo wir mal um und bei 480 Millionen, sogar mehr, 426 Millionen Euro investieren, damit also da in Peru ein bisschen saubere Energie im Straßenverkehr eingesetzt wird. Dazu haben wir dann noch BioNTech-Impfstofffabrik, Zuschüsse 550 Milliarden, sind also in der Summe 976 Millionen. Und all das ist mehr als das, was den Landwirten an Subventionen gestrichen wurde für Agrardiesel etc. etc. Und die Bauern, die ohnehin schon sehr knapp dran sind, die werden das Ganze nicht auf sich sitzen lassen. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, sodass wir da noch sehr deutliche Aktionen sehen werden. Aber ein Glück, die Zinsen fallen ja, mindestens die Kapitalmarktzinsen. So etwa die deutsche Bundesanleihe, also die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe, ist das erste Mal seit längerer Zeit, jetzt seit Dezember 2022, wieder unter die 2%-Marke gefallen. Die 30-jährige US-Staatsanleihe ist das erste Mal seit Juli unter die Marke von 4%. Und auslösendes Moment eines weiteren Renditeverfalls heute war, dass wir zunächst mal sehr niedrige Erzeugerpreise in Deutschland gesehen hatten und wir dann in UK, in England, also eine deutlich niedrige Inflation gesehen hatten. Das hat die Renditen nach unten gebracht und Zinssenkungserwartungen dann wieder geschürt. Aber wir haben jetzt ein anderes Problem und das ist das Rote Meer, ist der Suezkanal.
wo jetzt die Schiffe ja attackiert werden durch die Houthis. Und jetzt hat IKEA gewarnt vor Engpässen bei Produkten, weil eben Lieferschwierigkeiten jetzt schon kommen werden oder bestimmte Produkte wohl nicht geliefert werden können oder nicht in der Zahl geliefert werden können. Abercrombie und Fitch in den USA hat gesagt, okay, wir versuchen jetzt von Schiffen auf Flugzeug umzustellen. Und all das zeigte, wie ernst die Situation ist. Das kommt jetzt langsam an und das ist natürlich inflationär, weil schlichtweg die Kosten für diese Schiffstransporte steigen, die Route wird länger um das Horn von Afrika untenrum, viel länger, dazu steigen die Versicherungsprämien und so weiter und so fort. Also das könnte jetzt echt ein Thema werden. Die Houthis haben jetzt gesagt übrigens, dass sie Kämpfer nach Gaza schicken werden und die Amerikaner gewarnt, wenn ihr uns irgendwie attackiert, werden wir amerikanische Kriegsschiffe attackieren. Die Amis haben wohl nicht viele andere Möglichkeiten, als da irgendwie drauf zu reagieren, denn ich kann nicht militärische Begleitschiffe bei jedem Schiff irgendwie bereitstellen. Die Kosten sind unabsehbar, das wird auf Dauer nicht funktionieren, also muss man was machen, zumal hier immer mehr Öl über das Rote Meer transportiert wird, vor allem seit Beginn des Ukraine-Krieges. Haben sich die Handelsrouten verschoben, ist praktisch doppelt so viel Öl wird jetzt über das Rote Meer verschifft. Das heißt, das könnte dann auch Treibstoff natürlich deutlich verteuern und das in einer Situation, wo die energieintensive Industrie in Deutschland ohnehin schon große Schwierigkeiten hat, wie der Covestro-Chef Markus Steilemann nochmal betont. Wir haben lange, sagt er, vor der Deindustrialisierung gewarnt. Jetzt werden wir diese Effekte sehen. Er sagt, okay, was wir vielleicht noch können als energieintensive Industrie, ist uns gegen Importen zu behaupten, also dass wir da konkurrenzfähig sind. Aber Exporte macht keinen Sinn, weil ja da die Kosten des Exports noch drin sind. Und er beklagt vor allem, dass man einerseits abschaltet, man geht raus oder ist rausgegangen aus Atom, will raus aus Kohle, aber die Erneuerbaren sind gerade in Sachen Wind deutlich hinterherhinkend, also der Ausbau funktioniert nicht und jetzt könnte das paradoxe oder die paradoxe Situation entstehen, dass Deutschlands einziger Siliziumhersteller, der ja durchaus für diese Energiewende brauchbar wäre, aufgeben wird, weil er sagt, auf aktuellem Niveau ist das nicht mehr sinnvoll, mit diesem Strompreis hier Silizium zu produzieren, das man ja bekanntlich bei alternativen Energien deutlich braucht. Jetzt kommen wir mal zu denjenigen, die Superstimmung haben, das sind die Amerikaner. Und hier hat Tom McLellan, glaube ich, einen sehr interessanten Punkt. Er hat gesagt hier, die Fed Funds Rate, also die Leitzinsen in den USA, sind jetzt 1% über der Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe, die sehr stark normalerweise auf die Fed-Politik reagiert. Und die Renditen natürlich in letzter Zeit gefallen. Und das könnte einer der Gründe sein, warum die Fed jetzt auch umgesteuert hat. Die Realrenditen sind ein weiterer Punkt. Dann noch vielleicht ein weiterer Punkt, oder Paul umgesteuert hat, genauer gesagt, ein weiterer Punkt ist, dass die Fed wahrscheinlich nicht zu nah an die US-Wahl heranrückt will mit zinspolitischen Änderungen, aber wir sehen die Effekte schon sehr, sehr schnell. Consumer Confidence in den USA heute, zweithöchster Stand seit Januar 2022. Hier sehen wir also, dass offenkundig steigende Aktienmärkte dann unter anderem sofort das Verbrauchervertrauen steigern und immer weniger Amerikaner erwarten jetzt eine Rezession. Und der Grund dafür ist, dass sich die Financial Conditions natürlich maßgeblich gelockert haben. Das wiederum schürt aber dann die Nachfrage. Hier sehen wir die größte Lockerung, die größte 8 Wochen Lockerung seit der Finanzkrise. Und das schürt natürlich Nachfrage, schürt dann wieder Inflation und die Fed könnte dann dasselbe Problem haben, das sie vorher hatte. Aber jetzt haben wir doch erstmal Weihnachtsready. Das sind nach Definition die letzten 5 Handelstage eines Jahres. Und und die ersten 2 Tage des nächsten Jahres. Und die Bilanz ist sehr, sehr positiv. In über 79% der Fälle ist das positiv. Oder gibt es da Kursgewinne? Glaube ich, knapp über 1% im Durchschnitt.
Nur dann, wenn diese Weihnachtsrallye ausbleibt, so etwa in den Jahren 2000 und 2008, wäre das ein Warnsignal. Natürlich diesmal nicht, weil es ist ja alles so Bombe. Das sehen wir am Equal Weight Index, also S&P Equal Weight Index, in dem alle S&P Aktien gleichgewichtet sind. Der ist von einem 52-Wochen-Tief direkt auf ein 52-Wochen-Hoch gestiegen. Man hat vor allem die Loser gekauft. Das, was schlecht gelaufen ist, das, was unter Zinsen gelitten hat, wird jetzt eingekauft. Der S&P 500 könnte heute den 10. Tag in Folge steigen und damit dann auf die 8. Gewinnwoche in Folge zusteuern. 16,1% gestiegen, die Anleihen 8,7% gestiegen seit Oktober. Wir haben jetzt das erste Mal wieder die Marke von 80 beim Fear and Greed Index. Hatten wir letztes Mal am 27. Juli. Damals aber war die Fed hawkisch. Jetzt hat ja Paul das Gegenteil gesagt. Woher kann da etwas kommen? Wir werden sehen, aber die Dinge sind so stark am Anschlag, auch mit beeinflusst durch große Buybacks nochmal. Aber das Fenster läuft jetzt immer mehr aus. Immer mehr Unternehmen kommen jetzt in die sogenannte Blackout Period, also wo sie keine eigenen Aktien mehr zurückkaufen können. Und abschließend noch, heute ist bekannt geworden mit einem Bericht von NBC, dass der gute Xi Jinping den beiden bei dem Treffen in San Francisco informiert habe, dass also die Vereinigung mit Taiwan kommen werde. Aber das ist natürlich friedlich, gell? Gell, soweit der Taiwanese, der sehnt sich noch dieser Wiedervereinigung. Also ganz klar nochmal gesagt, das wird passieren so oder so. Jetzt nochmal zwei Empfehlungen, bevor ich sie in den wohlverdienten Feierabend schicke. Hier nochmal, warum die Inflation um 1,2% steigen wird und was für sie alles teurer wird. Das muss uns alle interessieren. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Das könnte sich dann für Gold sehr positiv auswirken, wenn die Notenbanken sagen, naja, wir nehmen es mit der Inflation mal nicht mehr so genau wie die Fed jetzt offenkundig. Das wäre natürlich Gold positiv. Und wenn man sich mal den Goldpreis in Yen anschaut, dann sieht man, dass da offenkundig schon Kontrollverluste sind, zumindest durch die Bank of Japan, aber andere Notenbanken dann ebenso einen solchen Kontrollverlust erleiden könnten. Also diese beiden Empfehlungen, Inflation und der Goldpreis in Yen. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.